tolles Kino hier. Ja, klasse, so mit so zum Sitzen, so Plätze, ist toll, dass man da sitzen kann und so eine Leinwand. So ein Film, fängt der Film gleich an und wollte ich mal ganz kurz, ich nicht lange aufhalten, aber normalerweise sollten wir auch mit dem Film mitspielen. Wir sollten in dem Film auch mitspielen, so. War schon so eingeplant und wir hatten uns schon so Kostüme gekauft. So Kostüme für die Rolle und die sind so waschbar auch bei 30 und 60 Grad waschbar Kostüme. Und 40. Auch 40 Grad auch. Und haben schon den Text geprobt und geübt und auch gelernt und geprobt auch. Und ist dann rausgeflogen. Ist halt schade, weil hätte uns schon Spaß gemacht, auch mal in so einem lustigen Film, so lachen, ein bisschen lachen kann. Naja, wie gesagt, schon schade. Aber habt ihr alles? Erdnüsse und Chips und Kartoffeln. Chips, Kartoffelchips. Hey, es reicht jetzt. Naja. Tolles Kino hier. Mit so Plätze, wo man da so sitzen kann. Schon klasse. Ist das deine Freundin? Hübsch, hübsch. Ey, Abflug. Grüß dich, hallo. Wie geht's dir? Ja, pass mal auf, ich wollte dir nur kurz sagen, ich gehe jetzt noch, ja, nein, lass mich ausreden, ich fahre jetzt noch zu einer Geschichte, ja, ich habe einen Tipp bekommen, ja? Ja, drück mal die Daumen, ich würde sagen, wenn das klappt, dann können wir heute Abend mal einen Sekt trinken, ja? Ja, und dann gehe ich noch danach ein bisschen trainieren und dann komme ich, ja? Ich sag mal, 1,5, 2 Stunden, ist das okay? Gut, ja, ich mich auch, alles klar, mach's gut. Ja, Bussi zurück, ciao. Was hat denn der für Jack an? Das weiß ich. Auf jeden Fall. Die hat er bestimmt 12 Mark gekostet, oder? Ehe, vielleicht sogar 12,50, ne? Hat er bestimmt aus dem Mülltonnen rausgekramt. Ja, war so billig, ne? Guck dir mal sie an, sie ist auch gut, du. Die hat aber auch einen schönen Jack an, ne? Vor allem wird sie immer fetter, du. Hier, weißt du, was die Jack ist? 100% Asbest, ne? Bestimmt, ja. Ist gut, du. Sag mal, hat die eigentlich Strümpfe an? Oder ist das Sonnenbrand, ja? Keine Ahnung, ja. Was babbeln die ganze Zeit, ja? Die werden wahrscheinlich die Preise von ihrer Jacke austauschen, ja.
ich sag noch, Robert, hier stinkt's doch im Haus, riechst du das nicht? Aber er wollte mir seine Glaube nicht besser wissen. Er hat gesagt, es wäre die brasilianische Studentin aus dem Dachgeschoss, die so stinken würde. Scheiße! Das hätte aber sein können. Wir haben doch Tag und Nacht gefeiert, die Drecksack. Du kannst sie doch bloß nicht leiden, weil die vier neuen Weltmeister geworden sind. Ja, richtig. Zumal einer von den Blödmännern auch noch Romario heißt. Ist ja gut jetzt. Also, wie ich da neu bin, das hat vielleicht gestunken. Also, das kann man ja gar nicht beschreiben. Und dann sind ihm schon überall die Insekten rumgekrabbelt. Aus der Nase, aus den Ohren, so schleimische Viecher. Voll Deibel nochmal. Ich hatte ihm ja mal Zeitung gebracht. Na und? Der kann doch wohl nicht so schwer sein. Er hat doch nichts zur Fresse gehabt. Ja, also das hier ist das Wohnzimmer, nicht? Hier ist nur gut und gern 34 Quadratmeter, nicht wahr? Also ich denke mal, da lässt sich einiges draus machen. Ja, gefällt mir sehr gut. Riecht zwar ein bisschen streng, aber ach, das bekommt man schnell hin. Ja. Ja, ja. Ach ja. Und, wo ist das Schlafzimmer? Das Schlafzimmer, das ist hier, quasi mit drin, nicht? Ach so. Also nur dieses Zimmer? Oh, Frau Gräfin, so ein Zimmer, zwei Zimmer. Ich meine, ich sage mal, Platz ist in der kleinsten Hütte, nicht wahr, ne? Schauen Sie, ein bisschen Raufaser an die Wände, ein bisschen Kreativität, Frau Gräfin. Da kommt Leben, da kommt die Sonne in den Raum. Gesetz, nicht wahr? So, und dann haben wir noch einen Traum von einer Toilette. Kommen Sie mit, Frau Gräfin, da müssen wir nämlich rausgehen. Ich möchte gerne mal wissen, was das wieder für Ei ist, du. Also von der Figur her könnte es... Brasilianerin sein, hä? Du geiler Bock, du. Naja, Gott sei Dank kommen hier zaubere Gardinen an die Fenster. Wie das hier aussieht. Der hat ja nur 450 Mark gezahlt die ganze Jahre. Ach du liebe Scheiße, da wurde es aber auch Zeit, dass der den Löffel abgegeben hat. Ja, aber dabei arm war der nicht. Der hat ja sogar Sparbücher hinterlassen. Eins mit 370.000 und eins mit 200.000. Und dann noch mehrere Pfandbriefe. Naja, ich meine, er war ja ein sehr bescheidener Mann, der für sich selbst nicht viel gebraucht hat, gell? Mhm. Mehrere Sparbücher, so. Pfandbriefe. Naja, hast du das gehört, Robert? Mehrere Sparbücher. Und ich habe noch eine Zeitung gebracht. Tja, Undank ist der Welt ein Lohn, Robert. Ja, und am Ende hätte man dem beinahe aus lauter Mitleid noch ein paar Lebensmittel geschenkt, weil es so abgemagert aussah. Naja, da haben wir ja noch immer Glück gehabt, nicht? Da können wir alle froh sein, dass wir das nicht gemacht haben. Der hat uns nicht gedankt, oder? Na, bestimmt nicht. Nee. Ist überhaupt traurig, wie manche Sachen ausgehen, oder? Ja, du, der hast noch eine Zeitung gebracht. Wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich es selber gelesen. Ja, also ich muss jetzt gehen. Ich habe nämlich noch nichts gegessen, gell? Also dann, einen schönen Tag noch allerseits. Ja, lass es schmecken. So, da hat er mehrere Sparbücher gehabt. Ist ja direkt ein Schnäppchen. Schnäppchen, ja, genau so sehe ich es auch, ne? Für den einen kommt, der andere geht, ne? Entschuldigung. Ja, bitte. Ach, wollen Sie vielleicht zu, Tja, ich glaube, da kommt Sie einen Tick zu spät, ne? Das ist gut. Ich verstehe Sie nicht ganz. Das war, haben Sie zufällig im Treppenhaus noch den schwarzen Sack gesehen, den man rausgetragen hat? Ja, das war er. Bitte? Tja, wenn man erstmal in so einem Sack ist, nicht? Moment, Herr Neumann ist tot. Naja, ein Tick war er bestimmt tot. Köstlich, Frau Gräf, köstlich. Also ich habe doch was ganz Ähnliches erlebt, vor ein paar Jahren, schon ganz lange her. Als er ein halbes Jahr mindestens in seiner Wohnung gelegen. Ich sag, nicht
Hallo? Hallo, hört mich jemand? Das gibt's doch nicht. Hallo, ist denn da niemand? Doch. Mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Mhm. Was machen Sie denn jetzt? Licht. Sagen Sie, sind Sie schon lange hier? Das geht dich einen Scheißdreck an. Also jetzt hören Sie mal, ja? Mach ich doch. Wer bist denn du überhaupt, hm? So, so. Erich heißt er. Mhm. Toller Name hier. Erich. Wie das klingt hier. Klasse. Und was er für einen schönen Beruf hat hier, der Erich. Versicherungsagent. Und was er so ordentlich gekleidet ist hier. Schicke Schuh, schickes Höschen, schickes Jäckchen. Und was er für einen schönen Aktenkoffer hat, der Erich. Mm. Ja, sowas brauchen wir ja heutzutage. Das ist rostfreies Aluminium, ist luftdicht, wasserdicht, ist mit Leder ausgekleidet. Das ist alles drin, was man so braucht. Hier, Erich, da kann uns ja nichts mehr passieren hier drin, oder? Mit so einem schicken Aktenkoffer, ist doch alles geritzt hier. Selbst wenn es noch ein Weilchen dauert. Ja, das wird ja wohl bald jemand bemerken, dass wir hier feststecken, oder? Wir haben es doch schon gemerkt, wir zwei, oder? Hast du es nicht gemerkt, Erich? Ja? Hier, probierst du mal mit deinem Spielzeug da. Mein Gott, mein Handy, da hätte ich aber auch nicht wirklich selber drauf kommen können. Ich komm nicht raus. Erich, hier kommt keiner raus. Verstehst du? Keiner. Ja, und jetzt? Du bist doch Agent. Lass dir doch was einfallen. Ihr habt doch immer so gute Ideen, ihr Agente. Ihr seid doch fit, oder? Hast du nicht erst eine Versicherung für uns für den Fall, ja? Erich, hm? Ihr seid doch fit, oder? Hören Sie mal, Sie stinken mir langsam, ja? Sie haben sich noch nicht mal vorgestellt. Wer sind Sie denn überhaupt? Oh, ich hab mich nicht vorgestellt. Erich, es tut mir aber leid. Erich, das werde ich gleich nachholen. Hier, mein Visitekarte. Komm, Erich. Na, komm. Nimm schon. Keine Angst. Erich, komm. Mit was soll denn der Quatsch? Hallo. Hallo. Ja, Margot, ich bin's, Elsbeth. Ach, Elsbeth, wer doch Zeit, Namen für gedacht, du kommst gar nicht. Ich hab den Bus verpasst. Ich hab den Bus verpasst. Was? Der Bus? Ich hab den Bus verpasst. Ach ja, dann komm erst mal hoch, die anderen sind auch schon lang da. Hallo. Dann drück mal. Was? Drücke. Ich drück. Du sollst drücke. Hallo. Ich mach erst mal hoch, oder? Ja, aber drück mal. Ja, ich drück ja. Doch. Ja, dann drück doch nach. Hallo. Ja, ich drücke, ich drücke. Ich drück. Ja, ich drück die ganze Zeit. Drück doch mal. Ich drück hier. Mach ich doch. Jetzt hallo. Drück schon. Hallo. Jetzt drück schon. Ja, ich drück doch. Hallo. Hallo. Hallo, hört mich denn. Das gibt's doch nicht. Tja, Erich, so sind sie, die Weiber. Ja, Kinder, bin ich fertig. So viele Treppen, das bin ich nicht mehr gewohnt. Sag mal, euren scheiß Aufzug, der ist doch alle zwei Wochen kaputt, oder? Hä? Komm, gib mir nochmal ein Käffchen auf. Komm, und jetzt gehen wir auf. So, so, da habe die den Mann in seiner Wohnung gefunden, da kannst du mal sehen. Die muss ja gestunken haben wie ein schimmeliger Käse, ne? Wie, voll Deibel. Der hat's bestimmt auch früher nicht gewaschen. Der war doch nie gepflegt, der Kerl. Der hat doch gestunken wie die Sau, oder? Hä? Soweit ich gehört habe, war anscheinend auch nicht besonders gut aufgeräumt. Ah ja, von nix kommt nix. Na ja, babbel du nur, Johanna, du. Der Fernseher soll ja noch gelaufen sein. Ja, was das allein für einen Strom kostet, da muss eine Altfrau lang für stricken. Ohne Fleiß kein Preis. Ja, das ist ja gut. Ei, wo ist denn eigentlich der Olli? Olli, der macht seine Hausaufgaben. Ja. Hey, Olli, machst du Hausaufgaben? Olli, da Aufgaben, gell? Schätze, hast du noch ein bisschen mit deinen Klassenkameraden gespielt? Sind nicht mehr so viele. Hast schon was gegessen, Olli? Hm? Ja. Blut wascht. Ja, der Olli. Ach, voll dich. Ach, mir war ja damals eigentlich ganz anders, ne? Wem sagst du das? Ich hab mich mit 30 das erste Mal nackig gesehen. Hilf? Ja, durch Zufall. Im Bad. Ach, ich bin heute auch so geil. Lass ja deine Klamotte an, Feli, diesmal, ja? Du geiles Luder, du. Im Fleißigen hilft Gott. Und fettes Fleisch gibt fette Brühe. So, Emilie, jetzt ein Schnäpschen, ein Bärenschnaps vielleicht, hm? Ja. So, Emilie. Ja.
Ja, nicht so gierig. Das erste Mal, die Elsbeth. Bisschen mehr. Jetzt die Feli. Johanna, du verträgst es eh nicht. Muss ich noch wie sich. Ja, ja, der Olli und seine Musik. Der spielt nämlich jetzt in so einer Kombo. Ja, und wie heißen die? Sag mal, wie heißt die Kombo nochmal? Santana Revival. Satan und Deivel, du blöde Kuh. Und was spielst du da für ein Instrument? Kette ich. Von dir hat er die musikalische Art aber nicht, hä? Nee, das hat er mehr von seinem Großvater. Ich sag immer, der Olli hat den Kopf vom Opa. Der Opa hat heute Geburtstag. Gell, Opa? Der Opa ist lieb, hä? Opa, der Opa ist so lieb. Ja, der Olli ist immer am Basteln, gell? Sag mal, apropos Bastle, habt ihr das gehört da mit dem Unfall da, wo die ganze Familie umgekommen ist da, dem Autounfall? Ja, das waren die mit dem braunen Kreisler. Das war ein Opel. Das war ein Kreisler. Das war ein Opel Zimka, der stand doch immer vor der Tür. Das war ein braune Kreisler. Auf jeden Fall hat sich der Wagen ja zweimal überschlagen. Dreimal. So viel ich weiß, dreimal. Ja. Er ist jedenfalls vorne durch die Windschutzscheibe über die Kühler gerutscht und dann 80 Meter die Fahrbahn lang geschlittert. Quatsch, das stimmt nicht. So viel ich weiß, ist es so gewesen, dass ihm, also als bei dem Sturz, hat ihm die Motorhaupt den Kopf abgetrennt. Nee, Elsbeth, nee, das verwechselste. Oh. Das ist ihr passiert. Sie hat... Nein, Feli. Sie ist vorne eingeklemmt worden, hat dabei ihr Bein verloren. Naja, auf jeden Fall sind bei dem Autounfall alle umgekommen, ne? Zumal auch keiner angeschnallt war. Die waren angeschnallt, aber wie der braune Kreisler... Opel! Es war ein Kreisler! Ein Opel Zimka! Es war ein braune Kreisler! Jedenfalls ist die ganze Sache ja wohl traurig genug, oder? Ja, es ist also nicht schön, was da passiert ist, ne? Es ist wirklich nicht schön, nicht schön, die was arme da Leute, passiert. Ne? Also das sind für mich arme Leute. Margot Schildei, Kaffeekränzchen sind doch immer noch die Beste. Sind sie nicht, Mai, sind besser. Sind sie nicht. Sind sie doch. Sind sie nicht. Sind sie doch. Prost. 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 Na, Erich, was machen wir denn jetzt, wir zwei Hübsche? Hm? Was meinen Sie denn? Machen wir es uns ein bisschen bequem oder wem? Hm? Nein, ich will mir es gar nicht bequem machen und schon gar nicht mit Ihnen. Wir werden ja wohl mal irgendwann hier rauskommen, oder? Erich, das kann noch ein bisschen dauern, hm? Ich kann mich ja schlecht in Luft auflösen, oder? Hören Sie, wir machen das jetzt so. Das ist Ihre Hälfte, das ist meine Hälfte. Sie sind dort, ich bin hier, da gibt's keine Probleme, okay? Erich, da sollte man aber einen Vertrag machen, oder? Hm? Nee, das ist schon okay so. Ist nicht okay. Erich, muss doch alles geregelt werden. Abwassergebühren, Grundsteuer und weißt du, was man auch brauche, Erich? Eine Versicherung, Erich. Hausratversicherung brauchen wir. Und Haftpflicht. Haftpflicht ist ganz wichtig, Erich. Ganz wichtig, gell? Hören Sie mal, verarschen kann ich mich selber. Das kann ich besser. Hallo! Hört uns jemand? Hallo! Hallo! Es ist einfach, es ist im Prinzip wie bei dem Vorgängermodell. Der da unten nutzt dir nichts. Du musst den von da nach da stellen. Ja? Wenn du wieder zurückdrehst, oder so. So klar, oder? Ja. Da haben sie uns ja einen strammen Junge geschickt, gell, Helga? Mhm. Süße Po hat er ja. Aber ob er stramm ist, müssen wir mal fühlen, hä? Hör mal, Schätzchen. Wenn wir früher gewusst hätten, dass sie heute die Kamera auf uns richten, hätten wir uns ein bisschen hübscher gemacht. Oder, Helga? Mhm. Für so einen schönen Kerl allemal. Naja. Besonders telegen fühle ich mich heute nicht gerade. Wieso denn? Was hast du denn? Ein dicker Kopf. Das war aber auch ein Betriebsfest. Ja? Sag mal, was warst denn du so blöd? Du warst doch selber mit dabei. Ja, aber nur bis 11, oder? Selbst dran schuld. Das Beste hast du nämlich verpasst. Der Seiler ist gestern Abend über sich selbst hinausgewachsen. Der Seiler? Ja, der Kerl ist sowas von witzig und schlagfertig. Unglaublich. Unser Herrn Seiler. Stell dir vor, die Bedienung kommt bei uns an den Tisch, ne? Und fragt, ob er was trinken wolle. Ja, und? Das sagt der Seiler, schau mir mal,
Nein. Doch. Und als er wieder weggeht, so leicht beleidigt, da sagt er, und tschüss. Das gibt's doch gar nicht. Bist du sicher, wir reden von einem und demselben Mann? Ja, Helga. Ich sag zu ihm, Herr Seiler, können wir heute Abend mit noch mehr so Knaller rechnen? Da sagt er, schau mir mal. Wo nimmt der so Ideen her, sag mal? Ich weiß es nicht, Helga. Auf jeden Fall später ist er mal kurz so raus, ne? Weißt du, was er da gesagt hat? Nein. Und tschüss. Der Mann gehört ins Fernsehen. Ein Riesentalent. So, Fräuleinchen, was darf ich hier bitte abkassieren? Gar nichts. Ich habe nichts gefunden. Mhm. Und was haben wir hier in dem Kleid versteckt? Lassen Sie das bitte. Ich bin schwanger, wenn Sie es genau wissen wollen. So, so, schwanger, ja. Ich würde es ganz gern genau wissen, ja. Mhm. Gäbe es lieber gleich zu Kind. Es kommt Sie billiger. Am ersten Mal nehmen wir nur 50 Mark und erstatten auch keine Anzeige. 50 Mark und die Ware, bitteschön. Frechheit, Sie kriegen keine müde Mark von mir. Außerdem werde ich in diesem Laden bestimmt nicht mehr einkaufen. Mhm. So, das werden wir ja gleich mal sehen. Ich rufe mal die Geschäftsleitung. Herr Seiler! Herr Seiler, kommen Sie mal bitte. Herr Seiler. Das wird Konsequenzen für Sie haben. Ich werde mich bei Ihren Vorgesetzten beschweren. Ja, lassen Sie das bitte, ja? Was gibt's denn, Frau Schaffsmann? Die Dame ist angeblich schwanger. Das heißt hier angeblich? Ich verbitte mir das. Bitte regen Sie sich nicht auf. Sie werden Verständnis dafür haben, dass Sie das überprüfen müssen. Schauen Sie, wir haben im Jahr durch Ladendiebstahl wahnsinnig hohe Verluste. Also bitte seien Sie so lieb und kommen Sie mit nach hinten, ja? Seien Sie einfach so freundlich und kommen Sie. Ich bin aber wirklich, glauben Sie mir, ich bin... Da bin ich ja mal gespannt, wie schwanger die ist. Ha? Was machen Sie denn jetzt? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe doch nichts getan. So. Wir werden jetzt erstmal schauen, ob es sich hier wirklich um Ladendiebstahl oder eine echte Schwangerschaft handelt. Nehmen Sie bitte Platz. Wir werden jetzt eine Ultraschalluntersuchung machen, um sicher sein zu können, dass Sie auch nichts Unrechtes getan haben, Frau... Möckle. Frau Möckle. So, Frau Möckle, wie Sie selber sehen, sind unsere Geräte auf dem neuesten technischen Stand. Das heißt im Klartext, Sie müssen sich nicht freimachen, das geht auch so. Ich komme jetzt mal zu Ihnen. Warten Sie mal. Ja, da sehen wir auch schon was. Schauen Sie selbst. Das kann natürlich jetzt ein Babyköpfchen sein. Es könnte sich dabei aber auch durchaus um den Udenhausener Babenhöfener Räucherschinken handeln, den wir derzeit für 13,40 Mark im Angebot haben. Das soll uns erstmal einer nachmachen. Aber ich bin wirklich schwanger. Glauben Sie mir? Ja, schauen wir mal. Sehen Sie, Frau Möckle, das könnten jetzt natürlich die Beinchen sein. Es könnten aber auch die Odenwälder Bauernwürstchen sein, die wir zurzeit für 4,80 Mark anbieten. Auch das macht uns keiner nach, Frau Möckle. Aber ich habe doch schon einen Namen für mein Baby. Ja, klar. Oh, hi, jetzt geht's ab. Schnell die Hebamme, wir müssen mal rauskriegen, ob das hier Magenschmerzen sind oder richtige Wehen. Auf, schnell, Tempo! So, Tempo jetzt, hier auf. Komm, ein bisschen schneller muss das alles gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, bitte, bitte, Tempo. Auf, ja, ran jetzt, alles da. Alles da. So. Jetzt, Bein hoch. So, jetzt hier rum. Auf, 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 auf. So, den Lappen drüber. So, hier. Oh, das wird gehen. Jawohl. So, dann schauen wir mal, würde ich sagen. Ja, Prinz! Ich schon mal gekriegt. Sie müssen mir wirklich glauben, das ist eine Verwachsung. Ich habe nichts eingesteckt. Das habe ich schon als Kind gehabt. Lassen Sie mich doch gehen. So, jetzt machen Sie schön frei und klären wir das mal alle in Ruhe, gell? Das habe ich schon als kleines Kind gehabt. Ja, das werden wir ja gleich sehen, gell? Sag mal, da setze ich 20 Mark dagegen, gell? Sie werden aber sehen, dass ich recht habe. So, dann schauen wir mal, hä? Haben Sie nochmal Glück gehabt, Frau Möckle, gell? Ja, aber Sie müssen doch zugeben, der Schinken, ne, und das Köpfchen, eine gewisse Ähnlichkeit, oder? Naja, schwamm drüber. Herzlichen Glückwunsch. Bin ja mal gespannt, was bei mir rauskommt. Ich auch. Sie können mir mal die Daumen drücken. Mach ich. Ich denk an Sie. So, mach zusammen 450 Mark, Fräuleinchen. Was? Wieso denn so viel? Die Hebamme kostet allein 280 Mark, obwohl sie die Woche im Angebot ist. Das muss uns erstmal einer nachmachen. Ich habe Ihnen gleich gesagt, geben Sie es zu. Es wäre billiger geworden für Sie. Tschüsschen. Ritter, von Wege, kein Pfennig lasse ich hier. Vergiss es. Konzentrieren wir uns lieber wieder auf unser Schätzchen, oder? Der hat aber auch einen Knackarsch, hä? So, die Kamera funktioniert jetzt. Umso besser, Schätzchen.
ja richtig lieb, Erich, dass du mir dein Passbild kopierst. Falls es Sie irgendwie interessiert, ich versuche, ihr Hilfe zu holen. Und tun Sie mir einen Gefallen, hören Sie auf, mich zu duzen. Ja, Herr Erich. Ei, so ein Kack, ei, Hunger, Wander, Stock, Mobak, ei, ei, so ein Kack, ei, ei, ei. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen aus unserer beliebten Theaterreihe eine weitere Sendung präsentieren zu können. Viel Spaß und gute Unterhaltung bei einer neuen Folge von Piercing Huber. So seltsam. Traf ich doch den Piercing-Huber auf dem Markt. Merkwürdig war der. Sehr merkwürdig. Ja, mein Lieber, da kommt er grad. Bin ich lieber Staat. Ma, legt's mir am Arsch, die Annemarie! Geld schaust aus! Geh, Piercing Huber, schaumst du nicht ein bisserl, ha? Ich mich schaume? Ja, ma, wie komm ich da dazu, ma geiles Mariele, ha? Geh, er merkt's halt nicht, der Piercing Huber. Ja, mein Piercing-Huber, schaumst du da nicht so viel Geld auszugeben? Kruzifix, woher wissen die bloß, dass ich wieder Geld ausgeben hab für mein Hobby? Setz mit nieder, lassen's. Ich steh auf, hör's auf. Setz mit nieder, lassen's. Steh auf, hör's auf. Ich steh auf, hör's auf. Danke, nieder. Hör's auf. Ja, was erschrickst denn so? Geiles Varile. Gefodder? Ich wollte uns gerade 3 Flaschen Bier kaufen, dass ich... Stell dich weg! Ja, nein! Steh auf, hör's auf! Sitz mit Nieder, lachen! Steh auf, hör's, sitz mit Nieder! Geh, mach halt Auge auf, dann siehst du es! Ich komm schon drauf, ich komm schon drauf! Sitz mit Nieder, lachen, steh auf, hör's auf! Sitz mit Nieder, lachen, steh auf, hör's auf! Geh mal! Jetzt seh ich's auch! Mir ist der Schwanzel ausgehängt! Jetzt weiß ich auch, warum ihr wisst, dass ich Geld ausgeben hab für mein Hobby, das Piercing. Ihr seid mir feiper Halunken. Oh, das ganze Geld verpierst. Ärger dich nicht, Annemarie. Ich hab mich auch gepierst. Und seitdem kann ich nicht mehr scheißen. Geh, Vater!
Du hast dir dein Backe zugepiert. Es war halt Philipp beim Supermarkt. Vater, kann ich's ja jetzt zugeben. Ihr habt mir auch piercen lassen. Jo. Mei Dudeln. Ja, tatsächlich, die Dudeln. 25 Markerl hat's beim Warsteiner Friseur gekostet. Tut mir leid, Vater. Hör auf, ich setz mit nieder. Lachen's, ich steh auf. Hör's auf, ich setz mit nieder. Ja, was ich gern wissen tät, das ist, wo sind dann die letzten 30 Mark hin, hä? Hi, hä? Ja, hi, hä? Hi, hä? Ja. Die letzten 30 Marker hab ich verpierst. Oh. Mutter, jetzt auch noch du. Geh, Mutter, du hast die piercen lassen. Das glaub ich nicht. Das hat mich um die Mutter hat gepierst. Ja, Mutter, wo dann? Wo dann, Mutter? Ja, wo dann, Mutter, wo dann? Geh, Mutter, wo? Damit uns nicht immer die Handtücher von den Haken runterfallen tun. Die Mutter denkt halt immer praktisch. Gott sei Dank, da haben wir alle was ausgeben fürs Piercing, gell, Huber? Ja, ich setz mit Niederlachen, steh auf, wenn's auf, da ist mir Schwanzel ausgehängt. Hey, ai, 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 ai. 8.500 Mark. Scheiße. Aber Erich, hat doch gelohnt, 8.500 Mark. Da kommt doch schon Rettung. Guck mal, schweißen sie die Tür schon auf, sag mal. Die sind wirklich wahnsinnig komisch. Wir sind jetzt hier über 3,5 Stunden drin. Es muss doch mal jemand merken, dass wir hier feststecken, oder? 3,5 Stunden. Erich, das ist doch nix, 3,5 Stunden. Da gibt's doch ganz andere Fälle hier. Was da so alles passiert ist im Fahrstuhl, ne? Hier, denk doch mal an das Pärchen aus den 60er Jahren, die im Kaufhaus stecken geblieben sind im Fahrstuhl, ne? Die waren da so lange drin, die haben danach noch ein Kind gezeugt drin, ha? Ja, ist ja besser als nur rumsitzen. Du hast recht. Aber Erich, hier, das Kind ist nachher noch im Fahrstuhl zur Welt gekommen hier, hm? Was? Ja, im Fahrstuhl zur Welt gekommen. So ein Brocken, 8,5 Kilo, sag ich dir. Ein Teil war das. Stand in der Zeitung damals, ich erinnere mich noch genau. Und Erich, weißt du, was das Kind noch gemacht hat im Fahrstuhl, hm? Abitur. Was guckst du da so komisch? Ehrlich? Abitur, 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 Abitur. Ja, das waren Zeiten. Ja, Klaus, was meinst du, wie das bei mir war, als ich meinen Zellebrief gemacht hat? Schafe, 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 den ganzen Tag nur Schafe, ja? Otto, das kenn ich. Ich hatte es auch nicht leicht. Nach der Volksschule gleich in der Elektrobetrieb beim Elektroweiler. Für 70 Mark im ersten Lehrjahr. Und Schafe, Schafe, Schafe und ovens noch Zeitungen austragen. Oh, war ich vielleicht froh, wie ich endlich meinen Gesellebrief hatte? Kenn ich, kenn ich. Ich war schon mit 13 auf dem Bau. Hatte Zeit. Einmal hat damals nichts geschenkt bekommen. Das war doch bei uns ganz genauso im Malerbetrieb. Immer nur Schafe. Ja, Schafe! Schafe! Ganz klar, Schafe! 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 Ich hatte ja damals auch so Stress bei meinem Abitur. Was hast du gesagt? Was hast du gemacht? Bitte, ich verstehe jetzt nicht ganz, was. Was du da gesagt hast? Was du gemacht hast? Wie heißt es? Ah! Abitur. Nein, nein! Ich hab doch nur. Ja! Oh Gott, was haben Sie denn? Sie müssen schon etwas lauter sprechen. Was haben Sie denn? Abitur. Dankeschön. Guten Appetit. Und, gefällt's dir? Habe ich nicht zu viel versprochen, oder? Und weißt du, was hier der ganz besondere Kick ist? Hier herrscht absolutes Handyverbot. Ja, Handyverbot. Das heißt, du darfst hier nicht telefonieren. Das ist doch wunderbar, oder? Das Gefühl, so geht einfach, als du es einfach nicht. Naja, dann würde ich sagen, wir machen uns einen schönen Abend.
oder? Hm? Sag mal, Robert, du isst Rindfleisch. Sag mal, hast du keine Angst vor verseuchten Tieren? Die dürfen doch gar nicht mehr geschlachtet werden. Ja, was heißt die dürfen gar nicht mehr geschlachtet werden? Ah, die dürfen doch gar nicht mehr geschlachtet werden. Robert, aber das mit der Rinderseuche ist doch bis heute noch gar nicht richtig geklärt. Die dürfen doch gar nicht mehr geschlachtet werden. Ja, jetzt vielleicht nicht, aber was ist denn, wenn sich ein Tier vor 8 Jahren angesteckt hat und das erst in 5 Jahren zum Ausbruch kommt, ha? Die dürfen doch gar nicht mehr geschlachtet werden. Warum willst du denn unbedingt riskieren, dass deine Kinder vielleicht in 10 Jahren keinen Vater mehr haben? Die dürfen doch gar nicht mehr geschlachtet werden. Robert, so unvernünftig kenne ich dich gar nicht. Was ist denn los mit dir? Die dürfen doch gar nicht mehr geschlachtet werden. Was ist los mit dir? Ich mach mir... Robert, ich glaube langsam... Robert! Die dürfen doch gar nicht mehr geschlachtet werden! Robert! Die dürfen doch gar nicht mehr geschlachtet werden! Darf ich bitte kassieren? Also, das waren die Kalbsnierchen und die vegetarische Teller. Die dürfen doch gar nicht mehr geschlachtet werden! 184 Mark 50. Die dürfen doch gar nicht mehr geschlachtet werden! Die dürfen doch gar nicht mehr geschlachtet werden! So traurig, Erich. Ich hab was für dich. Hm? Ich such dir was aus, Erich. Ich hab auch schon was für dich. Entspann dich schon mal, Erich. Was heißt denn entspannen? Entspann dich schon mal, hm? Entspann dich. Was soll das? Ganz ruhig. Es wird dir gut tun, Erich. Dass wir beide jetzt zusammen was machen, was dir gut tut, Erich. Hm? Machen wir mal alles nach, Erich. Komm. In die linke Hand und in die rechte. Und jetzt langsam ziehe. Beide. Beide, Erich. Beide. Halten. 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 Und? Das ist gar nicht so einfach. Aber es ist entspannt, oder? Hm? Ist doch gut, hä? Täte immer für Sie Kraft gut, mein Freund. Quatsch! Ich gehe jede Woche ins Fitnessstudio. Normalerweise wäre ich jetzt gerade da. Die werden mich eh schon vermissen. Wisch mal, wieso die Faulsau schon wieder steckt hier? Hier ist unfassbar, was ich hier für Weicheier abbinden lasse. Hier, selbst dran schuld, wenn ich nicht trainieren hier, hä? Hier, Kille, wenn ich Mai die Schwimmbäder aufmache, hier, Mai, wenn da die Schwimmbäder aufmache, hier, muss das alles ausdefiniert sein hier. Es muss stehen wie eins hier, verstehst du? Latissimus hier, Bizeps hier, muss stehen wie eins. Hier, Buddy, musst du noch ein bisschen was machen, oder? Ah ja, hier, wenn ich Mai die Schwimmbäder aufmache, ne? Hier, da gehe ich an den Sprungturm, nehme den kleinen Finger hier, zack, hänge mich an die Zähne und mach voll die Cliffhanger. Hier, bleibe ich so lange hängen, bis mich der Bademeister runterpfeift, verstehst du? Hier, Buddy, hier. Was machst du, wenn sie erst im Juni aufmache? Hier? Juni? Bleib ich länger hängen, oder? Hier, Buddy, mal ganz andere Frage hier. Ich hab dich gestern hier beim Beppo im Bistro gesehen. Ja, und beide? Ne? Und da hat sie so Mäuschen dabei. Und ne? Beide? So in so einem schwarzen Minikleid. Ja, und beide? Hier, das war doch mal ein flotter Käfer, oder? Was war das? Flotter Käfer? Hier muss ich gerade mal lachen, warte mal. Flotter Käfer hier. Sag mal, der hat doch orange Haut bis zum Hals gehabt, die Alte. Hier muss ich gerade mal lachen, hier, warte mal. Flotter Käfer. Aber warum war sie doch ganz gut, oder? Zu weiß und zu fett. Hier, der hätte ich erstmal einen 10er gerade für Sonnenstudio geschenkt. Verstehst du hier? Flotte Käfer hier. Ist gut hier, muss ich gerade mal lachen. Warte mal. Das ist echt gut, Flotte Käfer. Ich meine, dass die Birgit dahinter natürlich ganz andere Kaliber, ne? Gute Birgit! Gute Birgit! Was Birgitsche? Eieieiei. Hier, Birgit, wie wär's denn mit uns beide heute Abend, hä? Mal ein bisschen privat trainieren, hä? Ha 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 ha!
Komplett Kudo. Ich sollte erstmal liften lassen hier, bevor sie mich arbeitet, verstehst du? Hä? Hier, die hat auch Orangenhaut bis zum Hals hier. Es geht ja schon fast in Ananas über bei der, du. Die Ananaschlampe, du. Oi, 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 du. Hier, Buddy. Hauptsache, wir zwei sind richtig fit, hä? Ja, ich muss fit sein. Wenn ich mal die Schwimmbäder aufmache, muss ich stehen wie eins, verstehst du hier? Hä? Muss das alles ausdefiniert sein, ne? Hier, apropos ausdefiniert, ne? Hä? Noch ein, zwei Tage, dann ist er soweit, was ne? Dann? Dann kann ich ihn ausdrücken, der Pickel hier, ne? Ach, du Arsch, nerv mich nicht hier. Ach, Scheiße. Hier, wenn ich mal die Schwimmbäder aufmache hier, muss das alles ausdefiniert sein. Und leider, alles klar. Auch neu hier, ja. Ah ja, jeder fängt mal an, ne? Mein Problem ist, wenn ich zu viel mache, ja, also wenn ich zu viel mache, ne, und die Muckis zu dick mache hier, da platzt die Haut, ne? Aber du brauchst nicht so zu gucken, das ist mir schon dreimal passiert, ne? Hier, da bist du am Stemmen und am Machen, da macht's bumm. Stehst du hier? Ne? Mir ist das an den Beinen passiert, es sah aus wie ein Fallrock hier. Es sah aus wie ein Fallrock. Hier, mach mal lieber weiter, du brauchst es, ne? Ach, gutes Leben hier. Slim, dass dich mal trefft, das finde ich total gut hier. Hier, Slim, weißt du, was mich mal die ganze Zeit schon beschäftigt? Ne? Was ich gerne mal wissen würde, ist hier, Slim, hier, das heißt ja immer, ihr Farbing habt echt größere Probleme, ne? Deswegen... Ich hab mir eh gedacht, das stimmt, ne? Naja. Hier, Buddy, musst du auch beeilen, gell? Wieso? Ist bald Mai. Stimmt. Du musst ausdefiniert sein hier. Im Mai mache die Schwimmbäder auf mir. Musst du stehen wie eins hier. Hier, musst du stehen wie eins hier, hä? Muss das alles ausdefiniert sein hier, Mai. Mach die Schwimmbäder auf, mach hier. Die Cliffhanger mit dem kleinen Finger hier. So, ihr Bube, trainiert euch noch schön kaputt. Ich hab noch was vor. Wer geht? Ablecken. Gottes Willen, was machst du da, Erich? Sag mal. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, hier rauszukommen. Das gibt's doch nicht. Erich, wie viel Uhr haben wir gerade? 6:55, warum denn? Das wirst du gleich sehen. Was war denn das? Das war Kaminski, der schlechteste U-Bahn-Fahrer der Stadt. Fährt gerade seinen U-Bahn-Wagen zu Schrott. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ja, das Papier. Das Papier. Das Papier. Ja, aber... Was ist das für eine Sauerei? Aber bist du verrückt geworden, oder was? Bist du, Jack? Ja, aber... Du bleibst mal ganz ruhig hier liegen. Ich ruf mal Kollegen an. Günni. Hörst du mich? Ja. Ja, pass mal auf, ich bräuchte mal dringend Verstärkung, ja? Ich hab hier eine Schwerkriminelle. Wo bist du jetzt? Ich hab grad Lottoschein ausgefüllt. Ich muss nur noch abgeben. Ja, sag mir ganz konkret, wie lange brauchst du? Wie lange wirst du brauchen, Voller? Ich bin gleich bei dir. Gut, bitte beeil dich. Den habe ich nicht lange im Griff hier, das merke ich schon, okay? Gut. So, ein Kollege ist unterwegs. Und du bleibst ganz ruhig, hast du verstanden? Ganz ruhig. Und wenn du hier versuchst, die Mücke zu machen, Kollege, dann knipse ich dich aus. Hast du verstanden? Dann knipse ich dich aus. Sag mal, Ortwin, was ist denn los hier? Was gibt's denn hier, hä? Günni. Günni, diese Person hier hat Papier auf den Boden geschmissen, ja, und außerdem eine Ordnungskraft im höchsten Ausmaß provoziert. Was für eine Ordnungskraft? Ja, mich. Aha. Hier, sag mal, mein Freund, wo kommt denn das Papier her? Ey, ich hab schon was gefragt, wo das Papier herkommt, das war da vorne nicht da. Sag mal, hörst du schlecht oder was hier, hä? Sag mal, was machen wir mit dem hier? Hier, vielleicht sollten wir mal die Hunde zum Einsatz bringen. Ja, yeah, gute Idee. Der Pitbull am besten, hä? Wäre nicht schlecht. Yeah. Willst du mal unseren Pitbull kennenlernen, hä? Das wäre doch was. Sag mal, wer bist du überhaupt hier? Zeig mal deinen Ausweis. Sag mal, hörst du schlecht oder was? Der Ausweis, was ist denn los? Nee, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber guck mal, da hinten, da pöbeln die multikulturellen Dealer, pöbeln die Leute an. Guck weg, das siehst du nicht, oder? Ha? Hier, mein Freund, Ausweis. Ey, Ausweis. Der Ausweis. Was ist denn los? Guck mal, jetzt haben die ein Messer, jetzt ist auch Blut mit dem Spiel. Na und, ich hab doch nur mit ihm hier zu tun, oder? Ha? Siehst du doch. Hier, mein Freund, der Ausweis will ich sehen. Der Ausweis. Ey. Ha? Jetzt guck doch mal, wie der blutend tut. Nicht schlecht hier, du. Ey, du. Meine Fresse, der hat aber auch Blut hier, du. Ha? Ja, weißt du, Ortwin, da wäre so manche froh, er hätte so viel Blut. Weißt du das hier? Ja. Nicht schlecht, was da so rauskommt, ja? Ja, sicher, das, ja, sicher. Sag mal, wie viel ist das? Was schätzt du, Günni, ja? Was weiß ich, 60, 70 Liter werden es sein, oder? Ha? Mindestens, würde ich sagen, mindestens. Ja. Ja. Aber das ist nicht so viel wie der Pakistani letzte Woche, den die Neonazis zermannstammen. Da hast du wieder recht hier. Der hat aber auch geblut, wie ein Schweinchen. Ja. Aber was da rauskommt, finde ich auch nicht schlecht hier. Hier, obwohl, das läuft alles in die Kanalisation hier. Das stinkt mir, weißt du das hier? Sag mal, die Drecksau hier. Ich sag dir eins hier, normalerweise würde ich den sofort anzeigen wegen Umweltverschmutzung, ne? Aber wir haben ja genug mit ihm zu tun hier, ne? Günni, ich will dir was sagen.
bei so einem Fall, ne? Ja? Da sagen die von Greenpeace, sagen nichts, ne? Die Weicheier. Die Weicheier, da auch mit den Greenpeace, die über hier. Was ist denn los mit dem Ausweis, ne? Was ist denn mit dem Ausweis los, mein Freund, ha? Was denn? Entschuldigung, guck mal da hinten. Da vermöbelt jetzt eine ganze Skinhead-Licke, dieses südländische Pärchen da hinten. Ich kann mich nicht um jede Schwudorf-Keilerei kümmern, ne? Das müssen wir uns sicher ausmachen, oder? Was soll das? Wir haben doch echt genug mit ihm zu tun hier, ne? Den müssen wir erstmal entsorgen, verstehst du? Entsorgen? Entsorgen. Das ist gut. Das ist gut. Entsorgen ist köstlich. Ja, hier, mein Freund, komm, steh mal auf. Wir zeigen dir jetzt mal, wie gemütlich unser Aufenthaltsraum ist. Komm, komm, auf. Was? Gemütlicher Aufenthaltsraum. Der ist auch gut. Der ist auch gut. So, Erich, es gehört alles dir. Da, alles dein Eigentum. Will ich dir nichts von wegnehmen. Hier, den Leich dir. Toll. Och, mein Bildchen hier. Wer ist das denn? Kennst du den nicht? Das ist der Fred Labosch. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Das war einer der größten Schauspieler Deutschlands früher. Sagt mir überhaupt nichts. Der hat in einem Jahr über 50 Filme gedreht. Über 50? Wie soll denn das gehen? Tja, der Fred, das war halt ein Profi. Fred, Fred, komm, steh auf, die Arbeit hoch. Nerv mich nicht, Mädchen. Aber immer 2 Minuten hier seinen Text lernen oder was? Eieieiei, so. Räudiger Hund, der du kronenbesetzt durch Stadttor marschiertest. glaubst du im Ernst, dass du mich irgendwie... Glaubst du im Ernst, dass du nur weil dein Name, wie heißt der Arsch nochmal? Romulus. Remouladesauce. Fred, bitte nimm jetzt deine Uhr ab und leg das Manuskript weg, du nervst bitte. Sie, du weißt auch alles besser, hä? Ach, er bitte. So, wir machen das Dreh fertig. Schönen Tag, Ton ab. Kamera ab. Klappe. Ben Hur 1, 3, die erste. Und Action. Freundlicher Hund, der du Krone besetzt durch Stadttor einmarschiert ist, sich schrittlings vor der Hafer vom Sattel ins Gemachte fallen ließest, ohne seine Etikette zu verlieren. Und so weiter. Aus. Was ist denn das für ein schwachsinniger Hintergrund? Ausstattung! Prego. Was soll es denn sein? Chef, Sie haben das gesagt. Sie wollen so billig wie möglich, oder? Ben-Hur spielt nicht im Zillertal, Ben-Hur spielt in Rom! Abuino, aber ich bin aus Rom. Ma che cretino, wir sind in Angola. 2 Minuten Pause! Gott sei Dank, die kann ich auch gebrauchen hier. Eieieiei, kannst du endlich mich mal ein bisschen erholen, hä? Ah, wo ist denn mein Schätzchen, hä? Mein Kätzchen? Eieieiei, da ist sie ja. Jetzt machst du mir mal einen schönen Kaffee, hä? Ja, mit Milch und Zucker. Alles, was du hast, sag mal, du hast ja da einiges, hä? Hier, Babsi, ich könnte dir echt eine schöne Rolle besorgen, hä? Ja. Dann müssten wir aber mal zu mir nach Hause heute Abend und müssten mal ein bisschen was proben, hä? Verstehst du, was ich meine, ja? Müssten wir so ein bisschen mal, richtig so. Jetzt ist Schluss mit dem Gebabbel. Mach mal die Kippe aus, wir drehen die 3 Musketiere weiter. Komm. Hier, auf dich habe ich gewartet, auf dich habe ich gerade. Babsi, heute Abend und machen wir zweimal, hä? Ja, die mir die Tour vermasselt, die blöde Kuh, du. Ah, Babsi, Oh, ist doch nicht blöd. Oh, ja. Ist ja gut, ich bin ja schon da. Mensch, nerv nicht. Auf, her mit dem Ding. So. Und? Ton ab. Kamera, Klappe. Musketier mit Herz, 2-2 die erste. Und Fred, Action. Ihr entkommt mir nicht, ihr Feigling. Ich weiß, dass ihr da drin steckt. Doch noch mit geschlossenen Augen werde ich euch erwischen. Kommt raus! Wir bauen um auf Bandenkrieg in L.A. So, Kamera läuft. Ton ab, Klappe, bitte. Bandenkrieg in L.A., 9-1 die erste. Sag mal, Fred, gibt's irgendwelche Probleme? Ich doch nicht! Oh. Okay, Fred. Und die Szene kommt zwar eigentlich erst im übernächsten Film dran, aber wir nehmen sie trotzdem so. Kannst du mal sehen, wie gut ich bin, hä? So, Leute, wir machen uns fertig für Flammen der Hölle. Ein bisschen Tempo und Klappe! Flammen der Hölle, 11-3, die erste. Action! Stopp, stopp, stopp! Wir brauchen mehr Rauch! Wo kann ich denn arbeiten? Flammen der Hölle, 11-3, die zweite. Action! Cut! Also Leute, alles fertig machen für Bibel 3. Auf Tempo! Klappe! Die Bibel Teil 3, 2001, die erste. Und Action! Achtung, absolute Ruhe, bitte. Fred!
Nimm die Uhr ab und schmeiß die Kippe weg. Ich glaube, es geht los. Woher willst du dann wissen, dass der nicht geraucht hat, hä? Oh Mann, langsam stinkt mir das, weißt du das? Aber in 10 Minuten Schluss und machen wir uns mal einen schönen Feierabend mit zwei, hä? Genau, irgendwo schön hin, so. Ja, was ist aus dem geworden? Keine Ahnung. Aber wie ich den kenne, lässt der sich gerade irgendwo gut gehen. Der alte Genese. Sag doch der Chirurg glatt zu mir, das geht vom Rauchen. Da hab ich gesagt, und wenn's nicht so ist, dann wäre ich doch im Recht gewesen, 25 Jahre lang, mit meiner Raucherei. Stimmt doch, Horst, oder? Genau, das ist so, wie wenn du AIDS bekommst, von irgendwas anderem als wie vom Ficken. Da hättest du 25 Jahre nicht gepumpt und hättest trotzdem bekommen. Oder du trinkst 20 Jahre lang kein Wodka. Und siehst am Ende trotzdem so aus wie die Jelsin. Grauenhaft, grauenhaft, ihr. Oder, ihr, du lässt dir deine Zähne reparieren, weil du Angst hast vom Amalgam. Nachher stellt sich raus, ist gar nicht so schlimm. Liegst auf dem Sterbebett, da bereust du doch, dass du 25 Jahre lang nur Haferbrei gelutscht hast, oder? Solange die Ärzte uns nicht beweisen können, dass das wirklich vom Rauchen kommt. Lassen wir zwei uns den Spaß nicht verderben, oder, Fredi? So sieht's aus. Noch haben wir zwei Beine. Und wenn die Ärzte recht behalten, hätten wir wenigstens unseren Spaß gehabt, oder? Und, Fredi, noch ein Kippchen. Na klar, die Schwestern sind eh gerade in der Kaffeepause. Ich langweil mich. Herrlich, ich langweil mich. Hier, erzähl mal schöne Witze. Ich kenne keine Witze. So Stimmungskanonen wie du, du musst doch einen Witz kennen. Ich sagte doch, ich kenne keinen. Komm, eine, hm? Naja, so gut einen kenne ich. Mal gucken, ob ich den noch zusammenkrieg. Also, da sind zwei Männer, ja? Das fängt schon saugut an. Da sind zwei Männer, und da sagt der eine zu dem anderen Mann, hey, halt doch mal den Wald fest. Und daraufhin sagt der andere zu ihm, ich kann nicht, ich halt schon den Pfingst fest. Was ein Brett hier, der Witz ist. Der Hammer, den musst du mir mal aufschreiben, Erich. Allein vom Literarischen her, hey, kann der Goethe abkacken, weißt du das hier? Naja, Sie wollten ja unbedingt, dass ich einen Witz erzähle, oder? Das ist ja nicht so schlimm, der Wille war ja da, Erich. Wenn ich will hier raus! Rauskrankst du, gell? Alles okay. Guck, da ist schon die Tür. Sind wir gleich da. Ne? So. Was ist das denn, Ulrich? Erschrick ihn nicht, Christiane. Den habe ich in der Nähe von der Trinkhalle gefunden. Den muss jemand ausgesetzt haben. Oh je, der arme Kleine. Dann ist das ja... ein Findelkind. Kommt rein. Vorsicht. Nein, wir kennen es doch, wenn ich dir doch sage. Nein, hey, können wir nicht. Warte doch mal. Können wir nicht. Komm, wir ziehen uns jetzt aus. Ohne mit die Klamotte. Komm. Versteht es, Feli? Können wir nicht. Lass es. Hallo, Margotche. Margotche, komm runter. Du kannst auch mitmachen. Hör auf, mach keine Dinge. Mach doch fort jetzt, ihr Mädchen. Feli, lass das jetzt, Feli, lass das. Ich kann das. Feli, ich kann mich auch Margot, wann ich will. Wir haben alles im Griff, Margot, alles im Griff. Ja, hoffentlich, macht's Feli. Gut, macht euch fort jetzt, tschüss. Ich kann sich doch bei jedem Mensch Feli, aus, komm ich aus, will. Feli, komm mal aus, Feli, komm mal aus, Feli, komm mal aus, Feli. Uli, auf, komm, wink doch dem Mädchen noch mal. Komm, auf, Uli. Tschüss. Mein Gott, ist der ausgehungert. Guck dir das an. Was sind das nur für Rabeneltern, die ihr Kind einfach aussetzen? Weißt du, wir können jahrelang keins bekommen und andere jagen es einfach zum Teufel. Was ist das nur für eine Welt? Oh, süß. Wenn ich mir überlege, wie lange wir auf diesen Moment gewartet haben.
Weißt du, Christiane, manchmal, da ist das Leben irgendwie anders. Hm. Ob er uns überhaupt versteht? Verstehst du uns? Hm? Sag mal, wie heißt du denn, Kleine? Wie heißt du denn? Abruzzo. Wie bitte? Abruzzo. Was sagst du? Abruzzo. Ich glaube, das ist sein Name. Abruzzo. Jetzt wissen wir auch, wie er heißt. Kleiner Abruzzo, ich bin deine Mami. Mami. Und ich bin dein Papi. Papi. Und du? Abruzzo. Jetzt sind wir eine richtig kleine Familie. Ein Bäuerchen. Wie goldig. Riechst du was? Riecht gut, gell? Ja, schon richtig gerochen. Riecht das gut, hä? Och, wäre das jetzt gut, hä? Das hier Kaffee, hm? Wie sieht's aus? Erich, das hier Kaffee, hm? Komm, zieh dich nicht so. Friedenstess hier, hä? Freundschaft, hm? Ach, riecht der gut, der schmeckt auch gut, sagst du. Oh, Mann, riecht der gut. Hm? Naja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist er schon, aber okay. Muss man aber Erich, oder? Oh Mann, ich muss hier raus. Ich muss hier einfach raus, das packe ich nicht mehr. Erich, du musst das philosophisch sehen. Du kommst vielleicht gerade hier nicht raus, aber woanders kommt vielleicht gerade einer nicht irgendwo rein. Hm? Ich bin nicht der, jetzt dumme mit Hühnerarsch, ich find nix, Herr Schengel. Was muss das denn sein hier? Ich glaub, hier ist... Komm, schnell mit zur anderen Weichei, du! Oh, oh Mann, oh Scheiße, du, was heißt hier Weichei? Eieieiei, nicht schlecht, hä? Hier, Headbanger, da kannst du mal sehen, was du in der Baubranche für Asche machen kannst, oder? Nicht schlecht, hier, du. Trotzdem riecht hier die Kuhscheiße drin, oder? Na ja, kein Wunder, guck dir mal die fette Sau von Ingenieur an, der wird ja jeden Abend eine Jogginghose die Sessel vollfurzen, oder? Ich glaub auch, der ist Arschloch, du. Heppinger, ich würde sagen, wir trinken erstmal eine, hä? Was trinken wir denn heute Abend? Ein Shadow. Ja, klar, warum nicht? Hä? Ein Shadow, das hebt die Stimmung, oder? Und die Latte, Richie. Hier, Richie, ich wollte übrigens noch nachträglich zum Muttertag gratulieren, hä? Danke, Papa. Ja, bitteschön. Hey, komm her. Wow, ein schöner Shadow hier, hä? Schöner Shadow. Und ab damit. Ja. Prost. Mmh! Katzenpiss hier! Das hast du voll vergessen, Bingel. Die reichen Leute. Du weißt halt nicht, was ein guter Wein ist. So, jetzt wollen wir hier mal gucken. Aha. Achtung! Headbanger! Headbanger! Ja, so. Prost, Headbanger! Geil! Ah, herrlich! Und was gibt's jetzt? Kochen mit Bioleck oder was? Herrlich! Mach uns mal was Gutes, ne? Der Kalte, ja? Was ist denn das? Was ist denn das, der Mann? Helf mir! Bingen, was ist denn los? Was ist denn los mit dir, Hedwige? Das gibt's doch gar nicht, Hedwige! Was ist denn los? Schon gut, war ein alter Joke aus dem Horrorfilm. Hab ich mal bei Stephen King gesehen, gut, hä? Böswitzig, Hedwige, böswitzig! Mann, du Arschloch! Oh Mann, Hedwige, du bist so ein blöder Lutscher, du, echt!
Hier, Hättlinge. Hier, ist das Richtige für dich, oder? Hier, meine Lieblingsspeise. Oh, Magu Magu. Oh, Kinderpampe. Probier mal, gut, hä? Und geil. Ja, schmeckt doch nicht so. Hier, Ritchie, das musst du verfeinern hier. Wie soll das gehen, Hättlinge? Abwarte. Hier. Ah, verstehe. Hier. Das sind verfeinert, so. Jetzt kannst du mal probieren, ne? Ja. Probier du zuerst, Happy, du zuerst. Ja. Und? Gut, trink du mal. Geil, nicht schlecht. So, ach. Oh, geil, Happy. Deutsche biologisch angebaute Tomaten, ey. Leben nicht hier, die kommen aus Holland hier. Hier, das teste ich dir, ohne hinzugucken. Pass auf, was? Leg mir einen ein, ich sag dir sofort, ob die aus Holland kommt. Holland. Nächste. Holland. Holland. Auch Holland. Ich wusste gar nicht, dass die in Holland auch Kiwis anbauen, Hättlinge. Oh Mann. Erich, ist dir etwas schlecht? Schlecht nicht direkt. Musst du mal für große Jungs, hä? Ist schön formuliert. Also besser gesagt, du musst scheiße, oder? So genau wollte ich es gar nicht hören. Erich, ich glaube, ich habe die Lösung für dich. Und zwar ist die Lösung... wasserdicht, luftdicht und aus rostfreiem Aluminium. Und steht neben dir. Nein. Doch. Ist nicht Ihr Ernst? Oh, bitte nicht. Edgar, das kann doch so schwer nicht sein. Da ohne den musst du vergessen, nur der Obe, der geht. Wenn du umschalten willst, so. Und wenn du zurückschalten willst, so. So, einmal nach links und dann mal zurück in die andere Richtung. Ja. Das ist doch so schwer ist doch nicht, oder? Ha? Ja, so klar ist es offensichtlich nicht. Was ist denn los mit dir? Ich weiß auch nicht. Vielleicht hängt mir das noch nach, was ich vor 2 Tagen erlebt habe hier. Was denn? Was denn? Ich weiß gar nicht, wie ich es erzählen soll hier, ne? Ist ganz komische Geschichte, da. Schlimm, oder was? Ja, klar. Ich weiß, ich stand an der... an der Tankstelle, ne, stehe ich da, ja. Hab den Zapfhahn in der Hand, ja. Und überlege als, sag, was muss denn eigentlich tanken? Bleifrei, nicht bleifrei, bleifrei, nicht bleifrei. 10, 15 Minuten stehe ich da, ja. Verstehst du? Immer wieder, bleifrei, nicht bleifrei. Ja und? Und plötzlich merke ich, ich habe kein Auto dabei hier. Verstehst du? Ja. Konnte ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ja. Das hing mir noch so hinterher. Das glaube ich, ja? Das glaube ich, aber da stehst du nicht alleine mit, ne? Ich hatte auch eine schlimme Sache erlebt vor 2 Tagen. Was ist mit dir passiert? Ja. Ich war mit dem Moni, ne? Hier, oder was? Ja. Sind mir gar nicht so gekommen. Und was war? Die Moni und ich waren im Latange, ne? Ach, im Latange war der denn? Und? Ne? Pass auf, ich zahle, ne? Am Ende des Abends zahle ich. Also, ich habe 20 Mark hingegeben, es hat 70 gekostet, ich sage, mache sie 18. Klar. Hast du Mark Trinkel gegeben? Ja, ja, hab ich gegeben. Klasse. Und, ich krieg das Geld wieder, ne? Ja. Und jetzt zieht sich eine Jacke und wir gehen raus. Ja, und? Ne? Und draußen steht auf einmal ein Typ vor mir, baut sich vor mir auf. Ein Typ von Logge 1,95 Größe. Ne? Ja, direkt vor mir. Und? Ja, pass auf, ich guck so hoch, ne? Guckt er runter. Mhm. Da guck ich wieder hoch. Mhm. Da guckt er runter. Da will ich gerade wieder hochgucken, ne? Ja, und? Da war er weg. Das gibt's auch nicht. Ja? Und hast du den nochmal gesehen, oder was? Nee, war weg. Nie mehr? Nie mehr. Hier. Edgar, ich war fix und fertig an dem Abend. Das glaubt dir keine Sau, normalerweise, oder? Ja, ich war fix und fertig. Das glaube ich. Ich wollte nur noch ins Bett. Unehrlich. Klappt's? Abutze. Kleine Abutze, du bist jetzt bei uns. Und das ist auch sehr schön. Ja. Kleine Abputze, wir haben dich auch sehr lieb. Und la 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 la, kleine Abputze, la la. So ein musikalisches Kind, das machst du ganz prima, Abputze. So, aber jetzt gibt's was zum Gucken, gell? Hallo Kinder, seid ihr auch alle da? Oh ja. Na? Der
Dann erzähle ich euch jetzt Kleiner die Geschichte Abputze. Von der verzauberten Fleischwurst, die der böse Metzger Schorsch gefangen hielt. Eines Morgens wachte die verzauberte Fleischwurst auf Mami. Und sich vor den Spiegel und sagte, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da Komm! Julia Würstchen sagte ich, denn du bist fett und ich bin schlank. Da sagt Mir, Mann, kleine Abputze, dein Abendfläschchen. Da lachten sie beide. So, dann wollen wir mal sehen, was unser Bub gelernt hat. Na? Abutze. Und? Butze. Und? Na? Utze. Richtig. So, und was haben wir hier? Na, jetzt bin ich mal gespannt. Du kannst aufhören, Vati, der Junge schläft schon. Wie goldig. Ja, das ist ja auch kein Wunder. Das war ja heute auch alles ganz neu und anstrengend für ihn. Und wir sollten dann auch bald schlafen gehen, Vati. Gleich, Mutti. Ich muss nur noch mal ganz kurz... Na, du weißt schon. Hier, Richie! Hier! Normalerweise hasse ich ja moderne Kunst, ne? Aber hier, die neue Wohnzimmerklos, die sind spitze hier. Und es kühlt ungemein. Hier, Hetzbänge. Ich glaube, hier im Haus herrscht klassische Musik. Ich meine, da können wir doch mal einen kleinen Beitrag zu leisten, oder? Hey, klar hier. Ich sag nur Dublin 78. Erinnerst du dich noch? Hä? Ja, klar, ich weiß es noch ganz genau. 50.000 Rocker vor der Bühne hier. 20.000 BHs auf der Bühne, hä? Ja, aber nur, weil Tom Jones hinter uns stand. Du weißt doch, wie es geht, Edbinger, gell? Klar, ich hab nur die Alzheimer hier, oder wie, hä? Du fängst an hier. Ja, wie mir. Okay. Ja, klar. Achtung! Ich komm nicht klar mit dem Ding hier, du. Das ist ein schönes Instrument, was Sie da haben. Kennst du dich da aus, Erich? Ja, ich hab früher mal selbst ein bisschen gespielt, aber ist schon lange her. Willst du mal spielen? Nee, ich glaube nicht, dass ich das noch kann. Ist schon gut. Erich, probier mal. Probier doch mal. Komm. Ja, ich kann's ja mal versuchen. Ist wirklich ein ausgesprochen schönes Stück, was Sie da haben. Böhmsches Klappensystem. Sogar eine offene Gissklappe. Mein lieber Mann. Erich, was wird denn die wert sein im Augenblick, hä? Ja, ich meine, die müsste natürlich mal überholt werden, aber ich denke mir, wenn man das macht, 2.000, 3.000 Mark bestimmt. Ich will hier raus, aus dem Krieg lassen! Sie Hälfte, Sie Arsch! Sitz mit Niete, lachen's! Steh auf, hör's auf! Sitz mit Niete, lachen's! Steh auf, hör's auf! Ihr Mann! Auch schon wieder Werbung. Sie, ja Sie, Sie haben einen harten Arbeitstag hinter sich und endlich Ihren verdienten Feierabend. Sie möchten etwas Gutes essen? Aber wohin wollen Sie denn bitte schön gehen? Etwa zu einem Griechen? Gleich fertig, Spezial. Oder zum Türken? Oder gar zum Italiener. Nein, Schluss damit. Sie wollen eine Gaststätte für Deutsche. Es gibt sie. Kommen Sie in den Germanenkrug. Hier erwarten Sie deutsche Kameraden. Bei den grünen Weiden, da steht ein Försterhaus. Deutsche Mädels, deutsches Essen, deutsches Bier. Ja, hier herrscht noch deutsche Gastfreundlichkeit. Da, mein Freund, lass dir schmecken. Ja, trink schön. Hm? Prost!
Germanenkrug, fest in deutscher Hand. Und wann kommen sie? Scheißkneipe! Hausüberwachungsservice Oberroden. Ach, Chef, Sie sind selbst, ja. Schönen guten Abend, Chef, ja. Bitte, nein, keine Einbrecher weit und breit. Hier ist alles ruhig. Wir haben alles im Griff, Chef, ja, ja. Und was sagen Sie? Ja klar, warum nicht, Chef, warum nicht? Kein Problem, ja, ist doch gut, dass wir es wissen, oder? Ja, prima dann, Chef, ja, dann danke für den Anruf, ne? Schönen Abend noch, ja, tschüss, ja, tschüsschen, ja. Und was hat denn gesagt, der Chef hier? Er hat gesagt, dass die fette Ingenieurssau und seine alte zwei Tage länger bleiben. Die kommen erst am Mittwoch wieder. Die haben es gut, die Dreckschweine. Unser eins muss für ein hunderter scheiß Haus hier überwachen, ha? Hettbinge, so ist das Leben. Hier, sag ich, das macht mich so wütend, weißt du das? Ich kann gerade ins Bett kotzen, echt, doch. Sag mal, spinnst du? Das kriegst du nie wieder aus dem Bettwäsch raus. Sehr gut, ich mach's ja nicht. Das ist albern. Konzentrier dich. 21.10. Revanche? Albern. Du, ob ich nochmal nach ihm schauen soll, hä? Lass ihn doch schlafen. Außerdem bin ich ja auch noch da. Uli. Ach, Häschen. Ich wüsste gar nicht, was uns im Moment zum Glück noch fehlt. Abuze. Sagen Sie mal, was ist denn das eigentlich für ein Schlauch da oben? Plastik, oder? Ich meine, wo führt der hin? Keine Ahnung. Ja, aber wenn er einen Anfang hat, dann hat er doch auch ein Ende. So ist es meistens, Erich. Man müsste mal... Was? Ne, man müsste mal genau gucken, wo der hinführt. Aha, ich verstehe. Das heißt, du willst in meinen Bereich, hm? Sie wollen doch hier genauso raus wie ich, oder? Irrtum. Ich hatte schon schlechtere Unterkünfte. Mir geht's gut. Dir geht's so schlecht. Ja, und jetzt? Pass mal auf, Erich. Ich mach dir ein Angebot, ja? 5 Mark und die Grenze geht auf. 5 Mark? Können Sie mir mal sagen, was Sie hier gerade mit 5 Mark wollen? Hast recht, Erich. Machen wir 10, ja? Tritt ein, Erich. Hallo? 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 Hört mich vielleicht jemand? Hallo? Hier, Erich. Ist das eigentlich die 1 oder die 2 Netz? Was kostet denn da gerade die Einheit, hm? Psst, sag mal ruhig, Erich. Ach du Scheiße, du Scheiße. Die Maschine legt durch! Alarm! Du musst das Hauptventil schließen! Verdammt! Nix geht! Was mit dem Temperaturregler? Jetzt scheiß dich was! Was es will! Was es will! Scheiße! Da! Hat jemand dem Kapitän Bescheid gegeben? Ei, wandern! Wandern! Scheiße, der Captain! Captain, Captain, können den Film Maschinenraum. Ich fürchte, wir haben gewaltigen Ärger! Hey! Bordsprache! 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 Entschuldigung, Käse schlafen. Ei, gute Captain, hier ist der, ich meine, der Karl-Heinz. Ich wollte nur sagen, wir haben gerade ziemlich Pech hier unten. Ich wollte sagen, hier ist quasi der Ab am Bonzen. Ich meine, hier geht der Futz ab. Ich wollte sagen, es geht so ziemlich alles gerade im Arsch hier, Captain. Captain? Hallo, Captain? Captain? War das so schlecht? Wenn hier nicht bald was passieren tut, ist der Käse gegessen. Ist der Käse gegessen. Ich möchte gerne mal wissen, wo der Captain bleibt. Also, wo er stecken tut, ey. Hey, hör schon mal, was ist denn hier los? Ich dachte, dass ich komme, Chef. Die sind alle zu blöd zum Scheiße hier. Hä? Die ganze Maschinenspinne hat sich alles total verstellt. Wie heißt es? Ich wollte sagen, es geht gerade ein bisschen drunter und drüber, gell? Oder? Kerle, alles ist doch nicht so schwer. Nehmen wir mal die Saison 92-93, hä? Wie hat der Frankfurter Hahn gegen Dortmund gespielt? 3! 2! 1!
Richtig? Ja! Und in der wievielten Minute hat die Boas 2:1 gemacht? In der 60. Minute. In der 60. 120, 140, 120, 120, 180, 60. Ja! Und wie hat die Boa das Tor gemacht? Mit Flugkopfball. Ja! Richtig, und was muss man machen, wenn man 1:0 hinten liegt? Auf geht's! Und wenn man haushoch führt? Weniger Druck, weniger Druck! Und? Nimm zu! Und mit was ist Brasilien Weltmeister geworden? Mit der Viererkette! Und das macht eine gute Torwart aus? Der hält dein Kasten sauber! Und? Was ist nach 90 Minuten? Schuss! Ja! Oh! Hey, was hab ich gesagt? Ist doch gar nicht so schwer. Man muss bloß ein bisschen logisch denken, gell? Chef, ich will nicht drängeln, aber wir legen in 3 Stunden in London an. Wie viel haben wir denn die bestellt? Ich weiß nicht genau, ungefähr 1000 Liter. Das kriegen wir noch eh, Captain. Die Hälfte haben wir schon. Die Hälfte haben wir schon. So, so, die Hälfte haben wir. Kann ich schon mal eine Kostprobe haben? Was? Bräbchen? Bräbchen? Bräbchen! Mann, spricht der ein geiles Hessisch! Ein geiles Hessisch! Gröni! Farb ich schon mal gut. Richtig. Hey! Nicht zu süß und nicht zu sauer. So ein Äpple haben die in London noch nie getrunken. Was habe ich immer gesagt? Wir müssen nur flexibel sein. Dann trinkt die Welt auch Äpfelwein. An die Arbeit. Ja! Schalte. Ja. Wenn ich da umschalte, muss ich das Ding hier rumlegen, oder was? Edgar, ha? Den da unten kannst du vergessen. Wenn du umschalten willst, ja, ist eigentlich nicht schwer. Dann ja, nimmst du den hier oben und ja, so, oder? Ja. Und wenn du zurückschalten willst, ja, wieder zurück. Na ja, ist ja klar. Ne? Ja. Gut. Gibt's doch nicht. Gott sei Dank. Und er will Freiheit, hä? Ich sag immer ganz ehrlich, eine Stunde länger, ich wäre verrückt geworden. Das glaube ich dir. Erich, hast nichts vergessen? Ach so. Wiedersehen. Das meine ich nicht. Dein teurer Aktenkoffer. Ja, aber der ist doch... auswaschbar. Sie haben recht.
an. Hört mich denn niemand? Doch. Wer sind Sie? Erich. Was machen Sie hier? Nicht. Ja, und jetzt? Ich würde sagen, machen Sie es bequem. Das kann ein bisschen dauern. Naja, Koffer haben Sie ja zum Glück dabei. Wie war's? Gut? Gut. Ja. Habt ihr gelacht? Ne? Ja. Wollte nur mal kurz noch mal die Kostüme zeigen. Der hätte gut reingepasst, oder? Mhm. Also das war das und das. Das ist so witzig, gell? Und doch lustige Kostüme, so zum Lachen. Nur zwei Männer zum Lachen. Naja, wie gesagt, sind waschbar bei 30 und 60 Grad. Und 40. 40 Grad. Naja. Und Chips allerhals. Hm? Geht er heim, ne? Geht er heim. Ah ja. Naja. Freundin müde, ja? Hätten gerne mitgespielt, wie gesagt, aber ne. Na, guck mal. Ja. Die haben alle mitgemacht, gell? Ja. Der auch, der. Das hätte ich auch gemacht. Ja, ich auch. Ja. Ja. Alle mitgemacht haben. Da auch gelacht, mal. Spaß. Ach, ja. Lustig. Also Spaß. Tut immer. Lernen. Ja. Und? Ja. Was macht er noch jetzt? Geht er haben? Oder? Pizza? Pizza vielleicht. Oder Bumsen? Lasagne? Oder Pasta Mista? Naja. Nur mal so eine Frage. Ja, dann, Ah ja, geh daheim, hä? Habt ihr gelacht? Hey, Stuttenberg, was gibt's da? Geh mal auch. Was ist denn jetzt schon der Geh mal. Surum führt das System bestimmt, wer in diesem Land gewinnt. Der wer Emotionen wie im Krieg vermint, hat den Solidaritätszuschlag nicht verdient. Doch wer der Liebe stets Asyl gewährt, der am eigenen Leid tolerant.